So, da nochmal ganz kleiner Tipp am Rande. Am besten nicht in den Peak gehen. Wenn der Gegner so nah ist, einfach drauf sprayen. Aus der Hüfte, so Rambo-mäßig. Bada bang. Bada bang. Pow! Ciao ragazzi, was geht, euer Screw am Start? Damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir machen jetzt die Quest von Peacekeeper Fishing Gear. Wir müssen ein Sniper und ein Multitool auf Shoreline ablegen in so einem kleinen Fischerbötchen. Ich nehme euch mit. Mal gucken, was passiert. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, zeigt es mir gerne mit einem Like. Und schreibt mir in die Kommentare von der Skala von 1 bis 10, wie schwer findet ihr diese Quest? Let's go! So ragazzi, herzlich willkommen auf der Map Shoreline. Wir sind, glaube ich, ziemlich gut gegiert. Spawn ist hinterm Sumpfdorf und wir müssen jetzt quasi komplett auf die andere Seite Richtung Pier. Das lobe ich mir. Und da zappeln wir jetzt mal ganz easy hin. Ich kann auch Shoreline als Anfänger-Map sehr empfehlen. Ein paar Scav-Runden da machen. Nicht ins Resort gehen, außenrum. Bisschen das Dorf looten, am Pier looten. So habe ich meine Anfänge damals gemacht und ich fand das eigentlich ziemlich nice. So, und wir müssen, ich zeige das einmal von hier oben. Sieht man natürlich nicht. Da ist ein kleines Bötchen. Da müssen wir das Zeug ablegen. Und da sneaken wir uns jetzt hin. Ganz schnell! So, erste Pause hier hinter dem Felsen. Hier können halt auch Scavs rumlaufen, ne? Sowohl an der Tankstelle oben, als auch hier unten. Aber hier scheint erstmal alles clear. Wir gucken. Da steht nämlich einer. Das scheint aber nur ein Scav zu sein. Oh, das scheint... Das ist Sanita. Das ist Sanita mit seinen Guards. Das ist Sanita und die Guards. Man erkennt den gut an dieser Umhängetasche, an dieser Sanita-Tasche. Okay, das ist gut. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Spieler am Pier. Für uns jetzt von Vorteil. Das heißt, von da wird uns auf jeden Fall keiner beschießen. Höchstens von da, wo wir kamen. Da haben wir jetzt ein bisschen Luft. Hier müssen wir hin. Wir können uns hier, glaube ich, auch nicht hinlegen und nix, ne? Ja, okay, können wir. Machen wir auch. Let's go! 30 Sekunden! So, dann einmal ganz kurz in den Rucksack wieder raus und dann könnt ihr direkt das zweite Item ablegen. Die Quest eignet sich halt auch super dazu, das im Duo zu machen, wenn ihr euch unsicher seid oder das Solo nicht schafft, dass quasi einer ablegt, der andere spottet. Vielleicht auch mal Smoke-Granaten mitnehmen und hier einfach mal den ganzen Strand zu ballern, dass euch keiner sieht, geht auch. So, und jetzt gilt's. Drück ein einziges Mal und er schießt sofort 700 Mal. Okay, hab ein bisschen zu niedrig geschossen. Wir gehen mal nach hinten. Machen wir schön vorsichtig hier. Direkt. Und da ist er schon. Alter, das ist Sanita. Oh mein Gott. Ist direkt getriggert. Keine Ahnung, wo der steht. Der müsste direkt hier hinter sein. Den haben wir schon mal. Laden einmal nach. Eigentlich sind die Guards dann auch nicht weit. Er hat eine Kette am Start. Okay, wir looten ihn schon mal, weil das kann sein, dass er seine Black Key hat oder vielleicht sogar sein Key dabei hat. Das ist halt auch immer ganz nice. Oh, Razer Headset. Gylon. Eine Nade und Morphin. Leider ein bisschen Pech. Und da ist seine Keycard. Für Labs. Und da haben wir noch gehört, trotz Altin.
Leute, Verlux. Ich sag's immer wieder. So, das soll's hier aber noch nicht gewesen sein. Wir painten uns nochmal mit Golden Star. Und dann gehen wir ins Gebäude und holen uns noch den anderen Guard. Und noch zwei Tresore sind da oben drin. Da kommt Spieler. Der schießt von links irgendwo. Der ist irgendwo da hinten, der Guard. Ach da. Er hat gerade noch auf Spieler geschossen, glaube ich. Das war nicht der Guard. Das ist ein normaler Scav. Da ist der Guard. Bye, have a great time. Digga, du willst mich komplett bumsen. Digga, er will mich komplett bumsen. Ist reingelaufen, oder? Ich habe den Spieler gefunden. Chat, ich habe den Spieler gefunden. Hab mich gar nicht erschrocken. Hab den Guard gefunden. Aber wir müssen uns jetzt hier erstmal alle wieder beruhigen. So, da nochmal ganz kleiner Tipp am Rande. Am besten nicht in den Peak gehen. Wenn der Gegner so nah ist, einfach drauf sprayen. Aus der Hüfte, so Rambo-mäßig. Badabang. Badabang. Pow! Hi. Level 38. Nice. Oh, schöne M4. Ich glaube, die Zeiger können wir hier lassen. So nicht, Kollege. Du kommst doch mit. Egal. Oh, ich bin so schlecht. Und nochmal Golden Star. Und mit der M4 komme ich echt nicht so gut klar irgendwie. Die ist ein bisschen schwammig. Irgendwie schaffen wir das hier raus. Muss. Die Spannung steigt. Ist offen, ist offen, ist offen, ist offen. Sehr, sehr geil. So, falls ihr mal auf Shoreline eine Mine hört und ihr denkt euch so, hä? Auf Shoreline sind Minen? Ja, ganz genau. Hier vorne nämlich. Hier direkt, wo der ganze Sand ist. Locker Zuckerrunde! Quest erledigt. PMC weggenascht. Und noch Sanitar und seine Guards ausgenommen. Genau so muss das hier laufen, Ragazzi. Jetzt geben wir noch fix die Quest ab. 12.000, über 12.000 XP gemacht in 40 Minuten. Auch nicht so schlecht. Gali, Bruder. Gali. Ich glaube, er war gerade noch hier im Chat. Ich habe das irgendwie aus dem Augenwinkel gelesen. GG's. GG, Ragazzi, mach mal ein bisschen Lärm hier.
Pizza Crew, wo seid ihr? Und ab zu Peacekeeper und Completen. Ragazzi, wenn euch das Video irgendwie weitergeholfen hat, wie gesagt, zeigt es mir gerne mit einem Like. Danke fürs Anschauen.